Hallo meine Hübschen, willkommen zurück zu meinem Kanal. Heute gibt es ein, ja sozusagen ein zweiter Teil von diesen Produkten, die ich euch jetzt gleich zeigen werde. Und zwar geht es heute um Smile Secrets. Da habe ich nämlich drei Produkte getestet und das waren jetzt circa ja fast 3 Monate. Ich verlinke euch das erste Video einmal hier oben und auch in der Infobox. Das solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen, weil ich da einfach viel mehr über Smile Secret erzähle bzw. auch über diese Produkte. Und ja, in dem einen Video, da habe ich mit euch die Produkte zum ersten Mal getestet, so. Und natürlich kann man da erstmal noch nicht viel zu erzählen, weil nach einem Test hast du natürlich nicht direkt Ergebnisse. Und ja, jetzt nach 3 Monaten kann ich ein bisschen mehr dazu erzählen. Es sind 3 Produkte. Ein Produkt hat mich so überhaupt nicht überzeugt. Das ist auch wichtig, dass ich das erwähne, dass ich meine eigene Meinung hier im Video sage, ja, also wie ich die Produkte tatsächlich finde und nicht, dass ich hier irgendwie was erzähle, was nicht meine Meinung ist. Ich bekomme dafür kein Geld. Die Produkte habe ich zwar freigestellt bekommen, aber meine Meinung ist da eben meine eigene Meinung. Und die anderen 2 Produkte, davon bin ich überzeugt und eins würde ich sogar nochmal nachbestellen. Und wir fangen auch direkt mit eins, was ich sehr gut finde. Und zwar ist das die Zahnpasta, Aktivkohlenzahnpasta. Diese schaut so aus. Und ja, ich muss sagen, ich finde die wirklich gut. Die, die mich kennen, wissen ganz genau, dass ich keine Zahnpasta eigentlich mag mit Minzegeschmack, weil mir das immer so zu stark ist und ich weiß nicht, da kommt mir alles hoch. Ich kann das irgendwie nicht. Und ja, diese ist mit Minze. Als ich dies gelesen habe am Anfang, dachte ich mir, okay, habe dran gerochen. Die riechte dann auch so schon sehr stark nach Menthol. Aber ich muss sagen, ich komme mit der sehr gut klar. Dieser Geschmack ist noch angenehm und das Ergebnis ist wirklich sehr schön. Ich habe weiße Zähne bekommen, weißere. Ich muss aber auch sagen, dass meine Zähne waren jetzt nicht so dunkel. Also ich trinke keinen Tee, ich trinke keinen Kaffee, also Tee schon, aber selten. Kaffee trinke ich nicht, mag ich nicht, ich rauche nicht, ich trinke keinen Wein. Und die Zahnpasta ist ja eigentlich genau für sowas geeignet, weil ja, das, was ich gerade alles aufgezählt habe, hinterlässt halt Spuren. Also ja, die Zähne werden dadurch eben dunkler. Und dafür ist so eine Zahnpasta halt total geeignet. Und wie gesagt, ich trinke eigentlich nur mal so zwischendurch Tee. Und meine Zähne sind dadurch heller geworden und ich finde die Zahnpasta sehr gut. Ich werde die mir sicher auch wieder nachkaufen. Da ist noch ein bisschen was drin, also wirklich minimal, aber ich finde die sehr gut. Mein Mann hat die jetzt auch, weiß nicht, eine Woche oder was, benutzt und ist auch sehr zufrieden. Diese soll man jetzt nur einmal am Tag anwenden. Ja, es gab auch Tage, wo ich die 2-mal angewendet habe, weil ich mir einfach viel zu oft die Zähne putze. Ich bin jemand, der, kommt schon mal vor, dass ich mir 4-5 Mal die Zähne am Tag putze. Ich habe halt diesen Tick, dass wenn ich Schokolade esse oder irgendwie irgendwas Süßes, dass ich danach meine Dreck hinterher meine Zähne putzen muss, weil ich irgendwie in meinem Kopf habe, okay, die Zähne werden dann irgendwie kaputt, dunkel, wie auch immer. Und deswegen laufe ich auch direkt los und putze mir die Zähne, wirklich. So, also ich kann wirklich sagen, dass das zu empfehlen ist. Diese ist schwarz. Ja. Schaut euch das Video an, da benutze ich die Zahnpasta und ja. Dann machen wir mit dem 2. Produkt weiter. Das sieht so aus. Coco Smile, ja, ne? Smile Secret. Ich finde die Verpackung richtig cool. Und innen zeige ich jetzt euch auch nochmal. Da ist auch noch ein bisschen was drin, aber nicht mehr viel. Dann ist da halt dieses Döschen nochmal. Und da muss man aufpassen, weil wenn das fällt, ja, dann war es das. Also wenn das Döschen fällt, nicht der Deckel. Also ne, da kommt schon so Rauch raus. Ja, ein bisschen ist noch was drin. Ich will das jetzt nicht umkippen, sonst. Ne? Ist halt ganz schwarz. Und ich, im Video seht ihr dann auch, wenn ich das benutze,
Die Zähne sind krass schwarz. Ich musste meinen Mund so oft umspülen. Ja, das war mal ganz lustig. Sieht echt cool aus. Auf jeden Fall habe ich das jetzt auch. Also das wirklich nur einmal am Tag. Am Anfang habe ich immer zuerst die Zähne geputzt und dann das hinterher. Mittlerweile, also nach einer Woche, habe ich dann das eher so abends, also abends nach dem Abendessen. Und das hier habe ich dann gemacht, als ich dann ins Bett ging, ne? Kurz vorher. Ja, hat sehr gut funktioniert und würde ich so auch empfehlen. Und auch, ich habe auch da das Gefühl, dass die Zähne weißer werden. Also, ob ich mir dieses hier nochmal nachbestellen würde, weiß ich nicht. Die Zahnpasta finde ich super. Das Produkt ist auch toll, aber da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob das Produkt jetzt wirklich bei meinen Zähnen hilft, ob das sinnvoll ist. Da bin ich mir ein bisschen unsicher, da ich ja keinen Kaffee trinke und ich rauche nicht. Und ja, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber auf jeden Fall ein tolles Produkt und es fühlt sich gut an. Weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn ich meine Zähne damit geputzt habe, am Ende beim Putzen, dann quietscht das ja, als wenn das so super krass sauber wäre. Und jetzt kommen wir zum dritten Produkt. Ich will auch nichts Schlechtes über dieses Produkt sagen. Weil wenn ich, also meine Meinung dazu ist einfach, dass das bei mir nichts bringt. Und wieso das nichts bringt, werde ich euch natürlich auch sagen. Aber ich will damit nicht sagen, dass das jetzt bei mir nichts bringt und bei euch bringt das jetzt auch nichts. Das ist Quatsch. Und zwar will ich erstmal erzählen, vielleicht ein bisschen was über meine Zähne, über den Zustand meiner Zähne. Und zwar bin ich jemand, der, ja, das geht schon seit Jahren. Also schon seit, ich weiß nicht, seit Grundschulzeit würde ich sagen, knirschig mit den Zähnen, besonders in der Nacht. So hat der Arzt das festgestellt irgendwann, dass das in der Nacht passiert und dadurch sind halt diese Zähne hier vorne oben ganz stumpf. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Die sind nicht spitz, sondern die sind einfach stumpf. Durch das Knirschen, durch das Reiben hin und her sind die halt abgefeilt, ja? So könnt ihr euch das vorstellen. So, und das sind Klebestreifen. So, die Verpackung. Jetzt tun wir das einmal auspacken. Da sind einige drinnen, ich meine 30 oder was, ich bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall sehen die Dinger so aus und auf der anderen Seite so. Und wir öffnen das Ganze. Auch im ersten Teil im Video, da zeige ich euch auch, wie ich das Ganze mache. Und ich glaube, auch da schon hatte ich erwähnt, dass ich das Ganze nicht so lange draufhalten lassen kann, wie es eigentlich beschrieben ist. Ich meine, da steht, wir gucken ganz genau, Step 3. Die Streifen zwischen 20 bis 30 Minuten auf den Zähnen einwirken lassen. Genau. Und dann sagte ich wieder, okay, dann lassen wir es doch ein bisschen länger, lassen wir es, ja, so wie es da steht, aber eher die längere Zeit, also 30. Und dann komme ich gleich wieder. So, das Ganze ging dann vielleicht 10 Minuten oder was und dann habe ich das gar nicht mehr ausgehalten. So, und jetzt zeige ich euch, wie es innen ausschaut. Also es schaut einmal so aus. Diese Dinger macht man hier nämlich so ab. Seht ihr das? Das ist total dünn und die klebt man sich auf die Zähne. Da steht auch ganz genau wie. Also dieser Streifen kommt hier so oben drauf und den Rest klappt man nach innen. Genauso wie auch das untere Teil und den Rest so nach innen. Und dann liegt das halt genau auf dieser Fläche, wo die Zähne eben stumpf sind, ja? Und ich habe das Gefühl, dass es da richtig wehgetan hat. Also bei mir hat es schon nach einer Minute wehgetan und deswegen kann ich da jetzt nicht so wirklich viel erzählen. Das bringt ja nichts, wenn ich euch sage, Leute, das ist mega, die Zähne werden dadurch weiß. Oder auch erzähle, Leute, es ist einfach nur Kacke, es bringt nichts. Das ist Quatsch, weil ich kann dazu einfach nichts sagen. Ich selbst bin damit nicht zufrieden, weil, ja, es tut einfach weh und ich hatte es nie länger drauf als 10 Minuten. Ich wollte mal einmal länger drauf lassen und einfach nur um zu prüfen, ob das wirklich funktioniert. Aber für mich ist es einfach nicht schön. Ich habe das Ganze dann auch ganz komisch abbekommen und es klebte überall. Es hing immer zwischen den Zähnen und im Zahnfleisch.
Man musste da nochmal hinterher richtig kräftig die Zähne putzen. Das sollte aber jetzt auch nicht negativ sein. Ich meine, das ist ja schnell gemacht. Aber wie gesagt, ich hätte gerne mehr zu diesem Produkt erzählt. Nur leider kann ich euch dazu nichts sagen. Es tut weh. Mein Mann, ich wollte, dass mein Mann das wenigstens dann mal testet. Dann kann ich euch so ein bisschen berichten. Aber er sagt, das ist überhaupt nicht sein Ding. Und ja, wenn er das nicht testen möchte, dann, ne? Ich werde jetzt mal gucken, dass meine Mom das mal testet, weil hier sind wirklich noch viel drinnen. Achso, hier ist dann auch noch so eine Anleitung und hier sowas. Wir hatten beim ersten Video, da hatten wir die Nummer 5 markiert. Nur war das damals ein anderes und ich weiß jetzt gerade halt nicht, wo das ist. Ich weiß nicht, ob das andere Nummer 5 auch hier die Nummer 5 ist, aber hier scheint es irgendwie heller zu sein. Nee, also das hat damit jetzt nichts zu tun. Das ist nicht die gleiche Nummer 5. Eigentlich schade, aber es ist auf jeden Fall heller geworden. Nicht viel heller. Es ist wirklich nur ein bis zwei Töne heller geworden. Deswegen irgendwie was dazwischen. Aber wie gesagt, meine Zähne sind jetzt auch nicht so krass dunkel, da ich auch keine Raucherin bin oder sonst was. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gut, für eine Woche ist jetzt noch drin. Und ja, das, was ich aufgemacht habe, vielleicht kann man das auch noch nutzen. Sagen wir mal 8 oder 9. Das werde ich ihr geben, dann kann sie das mal testen und dann kann ich euch ja auch mal berichten, ne, darüber. Aber wenn, dann über Instagram. Da könnt ihr mich gerne folgen, falls ihr mich da noch nicht folgt. Da kriegt man so halt solche kleineren Sachen eher mit, weil ich dazu dann ja nicht extra ein Video drehe. Und deswegen könnt ihr mich da dann gerne folgen. Ich denke, meine Mom wird das auf jeden Fall machen, denn die wünscht sich auch weißere Zähne. Und sie sagt mal, wenn du irgendwas hast oder was hörst, dann lass mich das wissen. Ja, und diese Kokostreifen jetzt kann ich nicht verwenden. Und sie raucht und sie trinkt Kaffee, Wein, Tee, alles Mögliche. Und daher ist es bei ihr, glaube ich, in guten Händen. Und dann werde ich ihr das einfach mal geben. Ja, wenn ihr da noch Fragen zu den Produkten habt, könnt ihr mir gerne schreiben. Und sonst, das war jetzt ein Paket, wo es diese drei Sachen zu kaufen gab, also alle drei, es war so ein Set, aber man kriegt auch jedes Produkt jetzt auch einzeln, wie jetzt mit der Zahnpasta, ne? Wo ich sage, das würde ich mir gerne nochmal nachkaufen, also die kann ich dann auch einzeln kaufen. In diesem Set war dann auch noch eine Zahnbürste mit, die fand ich echt mega, das war so eine Holzzahnbürste, eine Zahnbürste aus Bambus. Sehr interessant und ich muss sagen, die war sehr gut. Die zeige ich jetzt nicht. Ich dachte mir noch, komm, tust du die aufbewahren? Aber dann dachte ich mir, nee, die sah gar nicht mehr toll aus, ne? Also das Holz war schon schwarz und ich bin halt jemand, der gerne die Zahnbürste wirklich so nach alle 2 bis 3 Monate wechselt und die eben wegschmeißt und deswegen habe ich diese auch gar nicht mehr. Aber ich muss sagen, dass diese wirklich gut war. Die hat mir gefallen und die würde ich so auch nochmal kaufen. Vielleicht gibt es die sogar mit der Zahnpasta zusammen zu kaufen. Da werde ich nochmal nachschauen. So, und das war meine Meinung zu den Produkten. Ich hoffe, dieses Video war jetzt so ein bisschen hilfreich und klärt so ein bisschen mehr auf zu dem Video Teil 1. Und ja, ich hoffe, das hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, ihr Lieben.